hier Protestantismus verbreiten. Das ist jetzt sehr gut. Ach, Feuerstelle. So, wir haben meine Untertanker freigeschrieben. So, Braunschweig ist eigentlich. Durch, sag ich mal. Oh, ich hab noch Frieden, ne? Lass mal. Ich will erstmal, dass die Koalition sich komplett auflöst. Wird um eins kleiner, weil du ein Land erobert hast. Was macht denn dieser malerische Dom überhaupt? Steuern und Kalt 27? Ja, Reformationsresistenz ist halt für Arsch. Ich hab da noch mehr Wunder, oder? Ja, wir kosten 2500. Deswegen geht das nicht. Ich muss eh erstmal gleich meine Festung ausweiten. Belagerung ist ja durch, so sagst du dann nichts. Österreich möchte ich nicht eine Koalition gegen mich haben. Ja. Mal gucken, wie es aussieht, wenn das Jahr rum ist. Theoretisch könnte Landshut ja Bayern gründen, ne? Ja.
Sollte mich vielleicht bald die Kondition so ein bisschen erhalten. Osman und Frankreich und so treten dabei. Und das ist die Stabilität. Danke. Das wär's natürlich, wa? Was? Frankreich, Osman und so. Nee, Österreich. Das ist zu klein. Österreich ist auch 150. Ja, erstmal den Gustav in die Infanterie stecken. Der hält alles auf. Ja. Und dann hier mal wieder Beziehungen verbessern. Der dicke Gustav macht damit. Was denn? So. Österreich, verpiss dich, du kriegst nix. Okay, Kleber braucht da diverses Zeug. Das wird nix. 25, mindestens 5 Gebäude. Da kann ich vielleicht ein bisschen nachhelfen. Keine Frage im ketzerischen Glauben, mir das wird bestimmt passieren. Riecht den Freisinger Hans in Stufe 1. Wo kann ich nicht angreifen? Passau gehört jetzt zu Böhmen, also wird das auch nix. Nicht viel übrig geblieben von der Reformation. Boah, ziemlich zerschlagen. Einzige große macht die noch was anderes. Aber das Kaiserreich ist trotzdem tot. Boah. So,
Sollen die vielleicht austrinken? Ja, ich überlege auch schon, ne? Also. Was habe ich davon? Höhere Regierungsrang, was bringt mir das überhaupt? Also außer mehr Regierungslimit, das ich hier nicht brauche. Gut, weniger Malus bei meinen Provinzen. Ja. Und ein lückenreiches Kämpfen, ja, die waren nicht mehr. Oh, die Osmanen haben gerade. Oh, Alter. Uiuiui, ui, ui, haben der wieder zugeschlagen. Immer Polen. Ja, nur Polen. Junge! Ja, nur so ein bisschen, nur so, so richtig. Ja, da haben die richtig reingeschlindert, oder? Na, wenn die jetzt die nächste Institution fördern, sind die auf Platz 1. Das sind ja schon länger, aber die fördern sie halt nicht. Weil kein Geld, noch eine Verbreitung, keine Ahnung. Die sind wahrscheinlich wieder pleite oder so. Ja, erstmal Festungen verbessern. Bessere Festungen braucht das Land. Ach komm, wir werden auch in die Währung, was soll der Geiz? Delphiland hat fast 50% unabhängige Freiheitsstreben. Ah, unterstützen wir mal, war nein. Ah, ich glaube, die können bald Kanada gründen. Ja. Oh. Ganz schön fett geworden, das Ding. Hat auch nur diese eine Ding. Das reicht doch. Nee. Natürlich. Das reicht nie. Man muss sich konzentrieren auf eine Sache. Ich finde, hat Großbritannien so manipuliert, dass nicht mal der Anglikanismus entstand. Das hat er abgelehnt. Hm. Ist auch eine schlechte Religion, glaube ich. Ne? Ja, das katholische Einzigware. Ja, da kann man übrigens noch mit kleinen Pumpen spielen. Ich meine, an wahren Glauben. Ja, das sind wieder meine 14-Jährigen. Ich nehme mal mit 8-Jährigen. 14-Jährige.
GDI-Vollausstattung gehört das dazu. Bei ihm wird wenigstens auch echte Nähe gelebt. Da kommt man dem da kommt man dem Priester ganz nah im Messdienerzimmer. So, das ist die vierte Stabilitätsverlust heute, geil. Das Spiel mag nicht. Hm? So gar nicht. Alle bekehrt. Bauen wir so ein Kathedralen-Ding da. Oh! Hm? Sizilien wurde geerbt. Das ist da. Wie mache ich das jetzt hinbekommen? Österreich noch stärker. Bist du mit Osmanen in der Verbindung? Mach mal was. Dazu müsste sich mal die Koalition auflösen. Ja, außer die benutzen schon so lange, ne? Ja. Irgendwie dauert das hier ziemlich lange. Nervt so ein bisschen. Die Koalition löst sich schon auf.